Am 25. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UNO-Kinderrechtskonvention. Die Stadt Wien feierte heute das 25-jährige Jubiläum der Kinderrechte. Aus diesem Anlass fanden heute zahlreiche Veranstaltungen statt. Eine davon war im Floridsdorf. Das SOS Kinderdorf nahm das 25-jährige Jubiläum als Anlass, auf eine Forderung hinzuweisen, nämlich auf die Forderung, das Recht auf Hilfe über das 18. Lebensjahr hinaus. Die Kinder und Betreuer des Kinderdorfes trafen sich zu einem Sternenmarsch Richtung Bezirkszentrum. Nadine, ein ehemaliges SOS Kinderdorfkind, brachte es treffend auf den Punkt. Hallo, mein Name ist Nadine, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Tirol und wohne seit ca. 2 Jahren in Wien. Ich selbst habe ca. für 3 Jahre in einem SOS Kinderdorf gelebt und gewohnt, in einer Jugendwohngruppe in Tirol. In dieser Zeit wurde ich sehr gut unterstützt von meinen Betreuern und wurde bei meiner Ausbildung und bei meiner Wohnungssuche immer sehr unterstützt. Als ich dann mein 18. Lebensjahr erreicht hatte, stellte sich die Frage, ob die Betreuung nun verlängert wird oder nicht. Ich hatte in meinem Fall Glück und es wurde verlängert. Nur geht es vielen Jugendlichen und Kindern so, dass die Betreuung nicht verlängert wird. Die sitzen dann auf der Straße oder müssen schauen, wie sie zurechtkommen. Ich habe ein Beispiel, und zwar 3/4 Jugendlichen in Österreich zwischen 18 und 24 Jahren leben zu Hause bei ihren Eltern. Viele junge Menschen, die in einem SOS Kinderdorf betreut wurden, arbeiten jahrelang an ihrer Persönlichkeit und brauchen deshalb oft länger, um eine Berufsausbildung abschließen zu können. Meiner Meinung nach ist es in diesem Alter umso wichtiger, weiter betreut zu werden und problemlos in das Alltagsleben, Berufsleben oder Studentenleben starten zu können. Es wäre wesentlich sinnvoller, die Jugendlichen ein paar weitere Jahre zu unterstützen durch die Maßnahme der Jugendhilfe, anstatt zu riskieren, dass die langfristig von Sozialleistungen für Erwachsene abhängig sind. Es geht uns nicht darum, dass wir Geld oder sonst irgendwas möchten, sondern einfach nur zu wissen, dass jemand da ist, der was uns unterstützt und der uns hilft, wenn wir Hilfe benötigen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und dass ich heute im Namen der Jugendlichen hier sein durfte. Vielen Dank, Nadine. Also mal ganz herzlich willkommen heißen hier vor dem Floridsdorfer Amtshaus und ganz groß Danke sagen für euer Engagement, für euren Einsatz, den ihr heute auch geleistet habt mit diesem Sternmarsch. Hier vor dem Amtshaus die Abschlusskundgebung um 25 Jahre Kinderrechtstag hier auch gemeinsam zu feiern, zu manifestieren, aber auch aufzuzeigen, dass das eine oder andere natürlich auch noch zu tun ist. Und Kinderrechte sind eure eigenen Rechte und es geht um euch. Und alle haben das Recht, egal wo sie leben, egal wie sie ausschauen und egal welcher Religion sie angehören. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deshalb hat die UNO auch gemeinsam vor 25 Jahren mit fast allen Staaten dieser Welt diese Kinderrechtskonvention unterschrieben und erlassen. Und wir haben heute schon in der Früh, um auch dieses Zeichen zu setzen, ja die Fahne, die hier oben hängt, aufgehängt und ihr seid der krönende Abschluss mit dieser Kundgebung hier. Und natürlich sind Kinderrechte und die UNO ja auch eine Organisation, die das versucht global, also auf der gesamten Welt zu thematisieren und das Recht auch durchzusetzen. Aber auch wir in Floridsdorf bemühen uns und da bin ich auch ganz dankbar für euer Engagement, dass Kinderrechte zum Zug kommen. Und gerade wenn es zum Beispiel darum geht, Spielplätze, Schulen, Freiflächen für Kinder und Jugendliche zu gestalten und zu machen, dann brauchen Kinder auch ein Sprachrohr und dann brauchen Kinder auch Menschen, die sich dafür stark einsetzen. Da
ist ganz massiv auch wichtig, dass die Erwachsenenwelt auch erkennt, dass Kinderrechte nicht nur etwas ist, was in einem Papier von vielen unterschrieben wird, sondern dass das etwas ist, das im täglichen Einsatz für Kinder und Jugendliche umgesetzt werden muss. Und die SOS Kinderdörfer und viele andere engagierte Einrichtungen bemühen sich hier auch gemeinsam mit vielen Politikerinnen und Politikern quer durch alle Parteien auch weiterhin für Kinder ein geschütztes, gutes und im Recht stehendes Umfeld zu schaffen. Und da sage ich ganz groß Danke und ich hoffe, ihr werdet weiter mit Floridsdorf lang einen Partnerbezirk haben, der hier gemeinsam Seite an Seite für die Kinderrechte kämpft. Danke. Ja, vielen Dank. Nadine war Jugendliche in Osttirol, wenn ich es richtig im Kopf habe, und hat ein Kinderrecht genießen dürfen, nämlich das Recht auf Bildung, bis sie fertig ist, und das ist eines der wichtigsten Rechte. Ja, Kinderrechte gibt es viele, es gibt einen Infotisch mit Broschüren, es gibt glaube ich 37 Artikel zur Kinderrechtskonvention, 8 davon haben es bei uns in die Verfassung geschafft, die anderen sind im Gesetzesrang. Wir achten darauf, dass die Kinderrechte gelebt werden, wir achten gemeinsam darauf, dass ihr diese Rechte genießen könnt. Zu Rechten gibt es immer auch den Teil Pflichten dazu. Es gibt nicht nur Kinderrechte, es gibt auch Pflichten, nämlich Pflichten, die wir Erwachsene haben und Pflichten, die ihr Kinder habt. Heute treten wir für die Kinderrechte ein und bevor wir jetzt uns laben dürfen, gibt es noch ganz eine tolle Show, die ihr genießen dürft. Wir drehen uns jetzt um, der Till ist in den letzten Zügen seiner Vorbereitung. Bitte bleibt.